Juhu, Animal Crossing Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Animal Crossing New Leaf, Pilzdorf. Oh, da ist Post in meinem Briefkasten aus Pilzdorf. Prima, da freue ich mich aber. Ach du Schreck, ich habe ja schon lange nicht mehr in meine Briefe geguckt. Was ist denn da alles gekommen? Achso, das waren die von Schlepp und Nepp, die Dinger. Da wollte ich mich noch drum kümmern, richtig. Die sind ja dann auch deswegen nicht so wichtig. Die kann man dann einfach mal... Genau, das waren die HiFi-Anlagen, die wir den Bewohnern schenken wollten, die keine Musik in ihrem Raum haben. Richtig, wegwerfen, wegwerfen, wegwerfen. Dann haben wir von Felix sein Dankeschön, dass du Medizin mitgebracht hast, Brief. Und von Barry einen... Oh, ich habe einen Albtraumbrief. Oh, süß. Und von Fatima ein Briefchen. Überraschung, es geht doch nichts über Überraschungen, stimmt's das? Hier, habe ich für dich ausgesucht. Es hat auch nur 5 Stunden gedauert. Ich liebe Geschenke shoppen. Und schließlich Fatima. Oh, wie süß, sie hat sich so lange Gedanken gemacht. Ist das süß von ihr. Es ist eine Schwimmkappe, toll. Da hat sie 5 Stunden für gebraucht. Gut zu wissen. Dankeschön. Da freue ich mich doch so richtig voll. Wir hatten hier drüben in so einem Raum auch noch gar keine Anlage, ne? Da müssten wir jetzt auch noch eine Anlage reinstellen und dann könnten wir noch 2 verschicken. Ich weiß gar nicht mehr, wer eigentlich da keine Musik mehr in seinem Zimmer hatte. Da musste ich erstmal nachschauen. Ich würde eigentlich ganz gerne mal zu Fatima nach Hause, um zu gucken, ob sie die ganzen Möbel da auch reingestellt hat. Ne, genau, wir haben nur das Radio hier. Sekunde. Ich muss da was umräumen. So. Und jetzt dann eine HiFi-Anlage. Genau. Jawohl. Und das dann hier hin. Das geht doch erstmal, oder? Kann ich pfeifen? Habe ich das schon erwähnt, dass ich nicht pfeifen kann? Ich glaube häufiger. Das passt, glaube ich, hier nicht hin. Der Mini-Flachkaktus schon eher? Nee, auch nicht wirklich. Okay, das klingt ganz cool. Okay, gefällt mir. Alles klar. Flachkaktus kann dann verkauft werden. Was gab es dann eigentlich hin, was ich verkaufen könnte? Streifenhütchen. Ayas Rockmodell, Tischspielzeug. Das Tischspielzeug, keine Ahnung, was das nochmal war. Die Droiden, da brauche ich eigentlich auch nicht alle von. Vibraphon, das Vibraphon kann auch erstmal weg. Der Pappbusch, ich weiß ja nicht. Buntholzfernseher, das sind die Buntholzsachen, das ist klar. Orientkommode kann auch weg, Pünktchenlampe auch. Buntholzsachen auf keinen Fall. So ein paar Sachen müssen wir verkaufen heute. Dann haben wir aber auf jeden Fall hier drin auch mal Musik. Auch wenn ich gerne eigentlich einen Teppich hier drin hätte. Also halt ein Boot mit dem Teppich, so wie den hier. Da gibt es ja noch ein paar... Gehen wir erstmal raus in unsere wunderschöne herbstliche Landschaft und gucken uns ein wenig um. Wie es allen so geht. Zum Beispiel unsere Fatima, die nicht zu Hause ist. Kick, klingeling, perfektes Wetter für ein Picknick, findest du nicht, Bimbam? So wolltest du über irgendwas Bestimmtes sprechen.
Och, oder halten wir uns einfach. Das kommt jetzt vielleicht etwas plötzlich, aber kann ich dich jetzt sofort mal daheim besuchen? Draußen ist es auch schön, aber drin ist bequemer, da können wir genauso weiterreden. Was sagst du? Nee, also ich würde dich gerne bei dir besuchen, aber du bei mir, jetzt geht's gerade nicht. Ich komme gerade von zu Hause. Oh, verstehe, du hast sicher viel zu tun. Vielleicht ein andermal. Ich freue mich schon drauf. Ein andermal definitiv, meine kleine Fatima, aber heute nicht. Wie ist denn das bei Mischka? Ist Mischka zu Hause? Nee, Mischka ist auch nicht zu Hause. Macht's mir aber auch immer nicht leicht. Irgendwas heute? Nee, heute ist niemand, der uns besuchen kommt. Die Büsche hier wachsen schon fleißig. Sieht richtig gut aus. Oder der kleine Baby Günthers? Ne, Günther? Ja, ja, Baby Günther. So kannst du es nennen, wenn du willst. Sag mal, ich hab gehört, da gibt's ein neues Dorf. Das nennt sich Igelbau. Ja, das ist der Igelbau. Ja, Igelbau. Igelbau. A-U. Bau. Ja, Igelbau. Sag ich doch. Was ist denn dein Problem? Ja, geb ich auf. Was gibst denn du auf? Nein, ist schon gut. Ja, sag doch mal. Nein, wirklich, ist schon gut. Das ist nichts, was du in irgendeiner Weise, ich hab nur laut gedacht. Ja, du denken, das glaubst. Ja, ich soll dir glauben, dass du denken tust. Ich wachse jetzt hier weiter. Geh mal weg. Ich will meine Fötchen in diesen Ruhe machen. Alles klar, auch wenn es hier ein sehr schönes Bild ist. So, unseren Alleen geht es gut. Es ist niemand auf dem Campingplatz. Schade, das ist immer lustig. Aua, Mann, ey. Oh, na, Annalena. Hi, Annalena. Hallo, Ali. Du siehst aber mal wieder zufrieden aus, Popo. Aha. Tja, wolltest du etwas Bestimmtes? Ach ja, plaudern wir. Wie geht's dann deinen Popo-Bäumen vom Haus? Kannst du gut im Meer angeln, Girlie? Ich brauche nämlich einen Salzwasserfisch für meine Forschung. Fängst du mir ein? Nee, den stellst du nur zu Hause hin. Ich weiß das. Verstehe. Gut, dann eben nicht. Vor allen Dingen für deine Forschung. Was will sie denn mit dem Salzwasserfisch machen? Grillen? Da habe ich immer so ein bisschen Angst. So, hier irgendwas Neues bei Twitter. Ob es hier auch Rabatte gibt heute? Ah, ab 19 Uhr 50% Rabatt. Wow, auf alles, auch bei Grazia. Wenn da alles steht, ist das auch auf Tiernahrung, also auch auf Grazias Klamotten. Pudding, Shirt, Brumsel, Brums. Kennt das überhaupt jemand? Weiß jemand, was ich da eigentlich gerade mit gesagt habe? So, wir sollten eigentlich auch mal wieder ernten. Also Bambus wächst hier jetzt jedenfalls nicht mehr so richtig blöd. Ne? Bambus, Pudding, Brumsel, Brums. Ich schätze, niemand kennt das. Es gehört aber mit zu den schönsten Kindheitserinnerungen. Kirschpudding, Brumsel, Brums. Okay, dann können wir das mal verkaufen gehen in Ruhe. Hier will auch niemand was. Barry ist auch was. Oh, guck mal, mit Tamara haben wir schon lange nicht mehr geredet. Hallo, Tamara. Oh, hey, ich wollte mit dir über etwas sprechen. Ich denke darüber nach, wegzuziehen, Girlie. Wahrscheinlich nächsten Monat am 5. oder so. Das wäre ein prima Timing für mich, Schnuff. Naja, jedenfalls wusste ich nicht so recht, wie ich dir das sagen soll. Jetzt ist es raus. Was? Nein! Ich lass nicht noch einen Tiger gehen. Was? Ich soll nicht gehen? Okay, wenn es dir so wichtig ist, Schnuff. Ich habe wohl keine Wahl, was? Ich schmeiß jetzt einfach meine Pläne über den Haufen, Girlie. Danke. Absolut, das ist ja also ausziehen hier. Nicht noch ein Tiger, der einfach weg ist. Das ist ja so traurig. Wo sind denn alle? Egal, wir gehen jetzt erstmal verkaufen. So. Es sieht schon so richtig schön herbstlich aus. Ich freue mich so wahnsinnig auf Halloween. Halloween wird hier wieder richtig geil. Ich freue mich so auf Halloween. Oh, hallo, herzlich willkommen. Was kann ich für dich tun? Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Ah, du möchtest etwas verkaufen, aber gerne. Was hast du denn mitgebracht? Dies und jo. Raus damit. Ah, ist das alles? Ja, dann wollen wir mal sehen. 3051 Sternis. Ja, okay, kein Problem. Bring gerne mal wieder was vorbei. Wieder hinten einfach dieses Fußball, Fußball. Das Rennautospiel steht, das ich Barry geschenkt habe. Ich dachte, es wäre perfekt für ihn. Ich dachte, das ist das Spielzeug für Barry. Oh, ich muss gerne solche Kaffee kaufen. Ich brauche Koffein. Ich brauche dringend Koffein. Ohne Koffein bin ich nicht heiter. Ohne Koffein geht's nicht weiter. Hallo! Kaffee. Gibt's jetzt so ein schnelles Brottassen? Wie sieht's aus? Ich nehme eine Tasse. Sehr wohl. Hier so schön Kaffee rein.
Milch und Zucker gibt es nicht. Doch hier ist ein bisschen Milch. Komm, mach ein bisschen Milch. So. Bitte schön. Du sollst ihn trinken, bevor er kalt wird. Aber er ist gerade noch zu heiß. Bitte trink ihn aus, bevor er kalt wird, okay? Rokiriko! Entschuldigung. Ach, nur meinst. Ach, was für ein glücklicher Moment. Ich fühle es auch immer bis in die Fingerspitzen. Danke. Am rechten Tresen gibt es Kaffee zum Mitnehmen. Komm morgen wieder, wenn ihr danach isst. Oh, Kaffee zum Mittrinken, das mache ich. Wir kommen. Also morgen gibt es einen Kaffee zum Mitnehmen. Also heute nicht, okay, gut. Aber wenigstens kriegen wir mal Kaffee zum Mitnehmen. Hätte echt gern Kaffee to go. Stellt euch mal vor, Pilzdorf. Dieses wunderschöne kleine Dorf. Herbstlich draußen. Die Bäume alle schon im Laub verlieren. Ja, und dann nehmt ihr euren Kaffee to go mit und dann flaniert ihr durch die Straßen. Und die oh, guck mal, Felix zu Hause. Die Sonne glitzert durch die bunten Blätter. Bunsimt schon die Wälder, gelb die Stoppelfelder und der Herbst beginnt. Graue Nebel wallen, bunte Blätter fallen, kühler weht der Wind. Irgendwie sowas. Guck mal, Günther ist zu Hause bei Felix. Ja, Honi, Felix hat ein echt schönes helles Mittel. Ja, Honi? Ja, ich hätte nicht gedacht, dass ihr euch so gut versteht. Ja, wie geht's denn so? Hey, ich hab gehört, dass es eine Co-Patriotin sein. Das macht mich ehrlich gesagt ein bisschen neidisch. Warum gibt's solche Gerüchte nicht über mich? Ich bin ein Co-Patriotischer Hamster. Ja, sicherlich. Ah, hi, Felix. Schon da. Die Party kann losgehen, Mami. Hey, was wolltest du nochmal? Unser Hohlhörnchen. Erzähl mir was. Wenn man Björn in der Fundgrube Golderz gibt, bastelt er einen echten Goldnöbel. Ist das nicht toll? Ich mach mich gleich mal auf die Suche nach Golderz. Die zwei sind einfach unfassbar süß. Warte, muss ich mal anders hindrehen. So, Fotos zusammen. Alles klar. So ein Astrozimmer hätte ich gerne für Jillian. Mit Astromöbeln und einem Meteoriten und einem Teleskop und all solchen Sachen. Das ist ja voll schick. Das könnte ich mir richtig gut vorstellen. Also viele Leute, die fragen, Jillian, was meinst du? Ich habe noch ein zweites Animal Crossing Let's Play am Laufen. Mit einer neuen Stadt. Da haben wir mal von vorne angefangen, um einfach mal was anderes zu erleben. Achso, wir waren ja schon bei Twitter. Genau, jetzt gehen wir mal einkaufen. Aber ich kann mich auch von Pilzdorf nicht trennen irgendwie oder das kürzer laufen lassen oder so, wie ich es geplant hatte, am Abspann laufen lassen. Christa! Oh, Honey, welch erfreulicher Zufall bringt uns zusammen. Sag nichts. Du bist sicher auch zum Einkaufen hier? Tatsache, du Schlaumeiervogel. Oh, ich kann meinen Schirm drehen. Hui! Spin me right round, baby, right round. Die Drehtür übrigens auch. Witzig. Gar nicht lustig. Willkommen. Ja, ja, Mann. So, was könnten wir dann mal... Oh, okay, haben wir das hier schon? Das ist Surfing Cake, eine gute Wahl in der Tat war. Komm mal ins Geschäft. Erstmal Probe hören. Okay, Entschuldigung, ja, nehme ich mit. Ich will die Pornomusik haben. Gib mir die Pornomusik. Hey, danke für deinen Einkauf. Ich bestätige hiermit von dir, die 3000 Zähne ständig erhalten zu haben, wa? Und was ist das hier nochmal? KK Südseetraum, das haben wir, glaube ich, schon. Das haben wir schon. Na, das hast du schon. Okay, kein Problem, Mann. Du könntest das aber auch in eine Riesenmusselschale packen und sowas, wenn du mal wieder am Strand wärst. Ich sehe dich immer nicht am Strand, wa? Nee, ich bin tatsächlich selten am Strand. Hallo, Gerd! Ja, Jungfrau war ich natürlich.
Ja, guck mal, gerade das ist ja den frisch eingetroffen. Kostet nur 120 Sterne. Scoozy Shift. Ja, ja, gib. Juhu, danke. Und das da? Ja, das ist ein Abendutensil. Dafür liebe ich. Das ist genau das gleiche. Scoozy Shift. Ja, klar. Juhu, danke. Und die Kacke da? Kuss auf, ja, richtig viel Geld. Eigenproduktion, Dünger. 100.000 Millionen, 1.600 Sterne, Spike. Cool, auch ein Shift. Ja, klar. Juhu, danke. Der Kaktus sieht auch toll aus, aber ich gehe mal weiter. Ey, danke für deinen Besuch. Ey, komm mal bald wieder. Und dann kaufst du auch vielleicht doch mal wieder mehr. Willst du nicht mal gucken? Im oberen Geschoss haben wir nämlich auch noch so schöne Sachen. Da müssen die sich wohl mal an Eliza halten. Die will sicherlich auch noch ihr Haus vergrößern eines Tages. Ich glaube, das sollte mal so ein nächstes Ziel von uns sein. So ein nächstes Goal. Dass wir da vielleicht mal die Häuser der anderen beiden vergrößern. Ach Mensch, hier ist die Fliegermütze. Hallo Honey, willkommen. Ich sollte vielleicht hier mal die Fliegermütze kaufen, ehe wir die nicht mehr kriegen. Hey, das ist eine Pilotenmütze, das ist eigentlich ein Herrenartikel, aber meine Güte, du kannst ihn ja auch kaufen. Das interessiert mich eigentlich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ja, okay, dann kauf ihn mal. Viel Spaß. Oh, der Asia-Hut ist ja super. Hier haben wir einen was auch immer Hut. Du hast es überklickt, das ist ja auch völlig egal. Wie wär's damit? Erstmal anprobieren, wie sehe ich aus damit? Adi, dang, dai, dang, dai. Historisch, kostet aber 240 Sternis. Na gut, schade, dann nicht. Vielleicht findest du ja noch was anderes. Weil ich finde nämlich, dass ich ja notfalls, kann ich dem Hut ja jemanden geben und der gibt Jillian dann den Hut, weil ich kann beide gleichen Spielstände nicht gleichzeitig laufen lassen, um dann halt meine eigene Stadt zu besuchen. Das wäre zwar super lustig. Doch, kann ich. Was rede ich da? Natürlich kann ich das. Oh, hi, Mischka. Hey, herzlich willkommen. Natürlich kann ich das. Ich kann den Spielslot ja einfach in einen anderen Nintendo 3DS stecken. Ha, geil! Voll gut! Na, Mischka, wie geht's? Ja, ja, ich spaziere auch gerade nur so ein bisschen herum. Also, was gibt's? Wie läuft's? Oh, ich schau mal ganz gern was andere Leute kaufen, bevor ich mich für was entscheide. Das ist auch interessant, das stimmt. Danke, wir freuen uns auf deinen nächsten Besuch. Ich kann ja mit einem anderen Nintendo 3DS ohne Probleme einfach mir die Pilotenmütze rübertauschen und später halt auch irgendwelche Astro-Artikel, wenn ich welche finde. Das ist ganz gut. Weil ich möchte mir natürlich kein Geld rübertauschen oder irgendwelche tollen Möglichkeiten mir damit als spielen oder sowas, damit es dann schneller geht. Nee, nee. Aber ich kann halt Jillian immerhin seine Pilotenmütze geben, damit er halt auch ein richtiger Captain ist. Oh, Captain, mein Captain. Da, da. Da, da. Oh, hey, dich haben wir ja ewig nicht mehr gesehen, Lukas. Oh, Honey. Deine Stimme habe ich ja schon ewig nicht mehr gehört. Yo, Jude, wann haben wir uns das letzte Mal gesehen? Vor einer Woche oder ist das schon länger her? Na, ich vergeb dir, wenn du versprichst, nicht nochmal ohne Vorwarnung zu verschwinden. Tut mir leid, ich übersehe ich oft. Hey, Honey. Alles klar, yo, Jude. Was gibt's Neues? Angeln ist ein Krampfmann gegen Fisch. Ich meine, ein Kampfmann gegen Fisch. Ein Krampf ist es auch, das ist wohl wahr. Es ist aber auch eine Gelegenheit, der Natur näher zu kommen. Da fällt mir ein, jemand hat mir mal einen guten Ratschlag gegeben. Wer sein Leben genießen will, muss das Angeln lernen. Yo, Dude. Dann geh doch mal angeln. Kannst du doch machen, kein Problem. Und ich gehe jetzt pflanzen. Hierhin pflanzen. Pflanzen wir so mal hierhin. Und ich wäre ja neigt, dass wir das andere Bäumchen hier hin pflanzen tun. Und dann geht das hier so um die Ecke und dann lassen wir es hier so abschließen. Ja, dann hat man hier so ein richtig, so keinen Durchgang. Das machen wir dann genau das gleiche auf der Seite. Okay, Leute, gut, das war's dann erstmal mit Animal Crossing New Leaf und Pilsdorf. Ja, morgen gibt es dann wieder eine Folge Igelbau und Pilsdorf. Ach, ist das lustig, so viel Animal Crossing auf dem Kanal. Aber ich liebe das Spiel. Wenn dann wirklich mal ein neues Animal Crossing rauskommt, können wir ja Pilsdorf ein bisschen pausieren und dann das vorhaben, was wir da machen. Aber momentan bin ich einfach im Animal Crossing-Hype. Okay, Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Wir singen.